Wir sprechen heute über Hagebuttenöl. Muss jetzt nicht von dem Hersteller sein. Es geht allgemein darum, was das Hagebuttenöl kann und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute möchte ich über Hagebuttenöl sprechen. Das verwende ich jetzt ja schon eine ganze Weile und ich habe den Hersteller Set Natural gewählt. Da kannst du jeden anderen Hersteller auch verwenden, also da ist man nicht gebunden. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Hersteller, weil ich schon mal ein Serum vorgestellt habe hier auf YouTube. Guckst du mal unter dem i, da findest du einen ganzen Ordner Naturkosmetik. Die sind meines Erachtens nicht zertifiziert. Es ist immer so eine Sache, ich kenne ein paar Hersteller, die das noch nicht gemacht haben oder überhaupt nicht machen werden, weil diese Siegel einfach einen Haufen Geld kosten und das gar nicht so durchschaubar ist mit diesen Siegeln. Und das ist wirklich reines Hagebuttenöl, da musst du drauf achten, wenn du sowas kaufst. Du kannst es dir aber auch selber machen. Ich habe einen Artikel gefunden bei Utopia, verlinke ich dir gerade mal. Und da gibt es ein Rezept, wie man das selber machen kann. Das, was ich hier habe, ist aber aus den Kernen gemacht. Das Rezept bei Utopia, da kann man ganze Hagebutten einlegen. Wo da jetzt der Unterschied ist, das weiß ich nicht. Hier heißt es Wildrosenöl, aber es ist eben die Hagebutte. Da kommen ein paar Leute immer so ein bisschen durcheinander und ich bin am Anfang auch durcheinander gekommen, als das hier angekommen ist, dachte ich mir so, hey, Moment mal, ich habe doch Hagebuttenöl bestellt. Ist das Gleiche. Die Hagebutte ist die Frucht der Wildrose sozusagen. Im Hagebuttenöl ist enthalten Vitamin C, Vitamin A und Vitamin E. Vitamin C kann zum Beispiel solche Verfärbungen, die ich hier habe, ausgleichen. Ich habe momentan so ein bisschen eine schwierige Haut, weil ich die Pille abgesetzt habe. Vitamin A ist enthalten, also man sagt zum Beispiel auch, dass Beta-Carotin enthalten sei, das sei eine Vorstufe. Wie das jetzt gemeint ist, ihr könnt mir gerne dazu unten mal was in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall gleicht Vitamin A zum Beispiel Sonnenschäden aus. Ich würde es jetzt nicht als Sonnenschutz bezeichnen. Aber gerade Menschen wie ich, die sehr viel Vitamin D einnehmen, eben supplementieren, man merkt sehr schnell, dass man nicht mehr so viel Sonnenbrand kriegt. Also ich kriege schon auch Sonnenbrand, wenn ich zu lange in der Sonne bin. Früher war es eben bei mir, dass ich rucki-zucki Sonnenbrand hatte. Und das kann eben Sonnenschäden so ein bisschen ausgleichen. Vitamin C haben wir schon gehabt und Vitamin E ist ja der Feuchtigkeitsspender schlechthin. Antioxidantien und so weiter. Also da kann man ja auch ganze Öle kaufen, nur mit Vitamin E. Habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, möchte ich aber noch machen. Und ich kriege ganz oft gesagt, ich habe fettige Haut, ich kann kein Öl verwenden. Und gerade bei Rohölen gibt es da erhebliche Unterschiede. Ich dachte früher auch immer, weil ich das einfach gewöhnt war, weil ich ab und zu mal probiert habe, irgendwie mit Kokosöl oder mit Olivenöl. Und das ist ja unheimlich fettig auf der Haut. Das ist Hagebuttenöl gar nicht. Das ist so ein ganz leichtes Öl, wo du nur so 4 Tropfen brauchst. Und das machst du dir auf die Haut, am besten auf die angefeuchtete Haut. Du kannst es auch überall anwenden, nicht nur im Gesicht. Und das ist ganz leicht und macht die Haut so richtig schön zart und sanft. Ist wirklich eine Sache, wo ich mir gedacht habe, das werde ich mir nochmal nachkaufen. Ich bin total begeistert. Im Hagebuttenöl enthalten ist Linolsäure. Das wirkt unwahrscheinlich entzündungshemmend. Deswegen ist dieses Öl so gut, wenn man eben unreine Haut hat. Es ist immer noch so ein bisschen die Meinung umher, wenn man Pickel und unreine Haut hat, dass man kein Öl verwenden darf. Gerade bei fettiger Haut ist es einfach so, wenn du die austrocknest, das habe ich früher ganz oft falsch gemacht. Also ich habe auch irgendwann mal mit Clearasil angefangen und das trocknet dir deine Haut aus, aber ohne Ende. Und was macht die Haut dann? Sie fettet umso stärker nach. Deswegen ist es wichtig, dass du ein Öl verwendest, das eben auch für deine Haut gut ist. Und das macht das Hagebuttenöl. Beim Hagebuttenöl musst du aber definitiv aufpassen, dass es reines Hagebuttenöl ist, weil sonst funktioniert das nicht.
Gleichzeitig ist Lycopin enthalten, was eben auch eine positive Eigenschaft auf die Haut und auf den Körper hat. Lycopin kennen wir beispielsweise von Tomaten, das ist eben diese Rotfärbung. Und es wirkt eben auch ausgleichend. Also man kann nicht sagen, es wirkt nur für den und den Hauttyp, sondern wenn du fettige Haut hast, wirkt es ausgleichend auf deine fettige Haut und wenn du trockene Haut hast, wirkt es ausgleichend auf deine trockene Haut. Hagebuttenöl kann man auch bei Dehnungsstreifen und Narben anwenden. Da heißt es aber schon, je älter die Narben und je älter die Dehnungsstreifen, desto weniger bekommst du es halt weg. Ist ja auch logisch. Ich werde es mal auf Narben ausprobieren. Hier werde ich aber eher dann in meinen Weekly Vlogs darüber berichten. Gibt es auf meinem Zweitkanal. Falls du den nicht kennst, findest du den auch unten im ersten Kommentar verlinkt. Ich habe es bei juckender Kopfhaut angewendet und fand es richtig großartig. Also das nimmt tatsächlich einiges weg. Das ist richtig gut. Und in den Haaren, Haarspitzen, wo ich die langen Haare noch hatte, war es einfach großartig. Wie schon erwähnt, es gibt eben unterschiedliche Öle, die unterschiedlich fetten. Und das ist einfach super. Ich war bis jetzt ja immer Team Brokkoli-Samenöl in den Haaren, weil das ja auch so leicht ist. Aber das ist auch richtig gut. Also kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Das Öl gehört in den Kühlschrank. Die Inhaltsstoffe gehen halt unwahrscheinlich schnell kaputt. Im Winter kann man es dann wieder ins Badezimmer stellen, da ist es ja dann nicht ganz so warm. Was den Hersteller betrifft, finde ich die Pipette nicht ganz so gut, weil man verliert unwahrscheinlich schnell Produkt. Also da muss man noch nicht mal hier auf dieses Teil hier drücken, sondern es reicht schon, wenn man irgendwie ein bisschen zittert und schon hat man einen Tropfen verloren, ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Der Hersteller hat auf seiner Internetseite den Tipp, dass man seine Hautcreme damit aufpimpen kann. 10 Tropfen in die Hautcreme, das Ganze dann als Gesichtsmaske auftragen und einziehen lassen. Soll richtig gut sein. Ich habe jetzt keine Hautcreme im Moment, kann das also nicht ausprobieren. Also ich nehme einzig und allein gerade Hagebuttenöl und bin ein absoluter Fan. Also das ist richtig, richtig klasse für die Haut. Hast du es schon ausprobiert? Schreib mir das doch unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch wenn deine Erfahrung komplett von meiner jetzt abweicht und du vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hast, schreib mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, das hilft eben auch meinen anderen Zuschauern. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.